Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Halbfinalspiel zwischen den Adlern Mannheim und den Wolfsburg Grizzly Adams. Die Adler gewinnen in Overtime mit 5:4. Neben mir Jeff Ward, der Trainer der Adler, und auf der anderen Seite Pavel Groß, Trainer der Wolfsburger. Pavel, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Gratuliere den Mannheimer zu dem Sieg. Ja, sie waren aktiv, sie haben so genauso gespielt, wie wir das auch gewusst haben. Es ist neun Niederlage oder neun Sieg und es ist nur ein Punkt. Und wir werden bereit sein wieder am Sonntag. Am Sonntag ist wieder ein neues Spiel und nichts anderes. Danke. Jeff, your statement on the game, please. I thought both teams played hard and it was a typical playoff game. Beide Mannschaften haben hart gespielt, es war ein typisches Playoff-Spiel. Gibt's Fragen? Pavel, guten Abend erstmal. Glaubst du, dass diese Niederlage Wirkung bei deiner Mannschaft hinterlassen wird, nach einer 4-1-Führung? Es ist eigentlich egal in den Playoffs, ob du 7-0 gewinnst oder verlierst, oder ob du vielleicht in Overtime verlierst oder gewinnst. Wir starten das nächste Spiel wieder, es steht 0-0 und dann werden wir natürlich auch etwas dagegen haben. Weitere Fragen? Jeff, can you tell us anything about Christoph Ullmann? No, not yet. We'll have to get him looked at. Frage nach Christoph Ullmann. Man weiß noch nicht, was er hat. Weitere Fragen? Jeff, could you explain? You took out Andras, brought Sifsa. Did you? Was it tactical? Or did you explain it to Dennis? No, it was just a gut feeling. War nur ein Bauchgefühl, was Jeff Ward hatte, als er den Torhüter gewechselt hatte. Wenn es keine weiteren Fragen gibt bei den Kollegen, möchte ich nur ganz kurz sagen, ich wurde gefragt, ob ich die Pressekonferenz heute mache, weil Adrian Parejo, der Pressesprecher, krank ist. Ich habe ja gesagt, deswegen bin ich heute hier. Kann noch kurz sagen, Ingolstadt hat zu Hause gegen Düsseldorf 1:2 auch in Overtime verloren. Und wir sehen uns hier in der SAP Arena dann am Dienstag, am 31.03. bei Spiel 3 um 19.30 Uhr geht es los. Und am Sonntag geht es dann nach Wolfsburg für die Adler. Zunächst unseren Gästen einen guten Nachhauseweg, Pavel, und bis bald.